Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es auch mal ein neues Reaction-Video. Wir schauen uns heute in diesem Video einmal an, wie TSM gestern oder vorgestern in dem Pro-League-Spiel E-United komplett zerstört hat. Ich würde sagen, Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst gerne ein Abo da. Ich würde sagen, wir starten rein, Freunde. Das Original-Video ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Let's go! So, okay, Freunde, dann geht's los, Digga. Playday 2. Jetzt geht's ja wieder los. Huge. Geo. Warum schreiben die immer alle Good Night? Digga. Warum schreiben die immer alle Good Night, Alter? Das ist irgendwie voll cringe, keine Ahnung. Er schreibt Good Night, Digga. Und es steht 3-5. Sees the selfie and loses the fight. That's another LOL, but now it's a good night. Digga. Bruder, irgendwie keine Ahnung. Ich feiere das gar nicht, dass sie immer Good Night alle schreiben. So klar, es ist manchmal lustig, aber. Ja, das ist ja professional, so wisst ihr. Das finde ich dann ein bisschen unnötig. Meiner Meinung nach sind alle toxic. Beziehungsweise, Merk hat das ja nur geschrieben, weil der andere das geschrieben hat. GG's, don't ever type. Digga, Merk hat ihn richtig vernichtet mit dem, was er gerade geschrieben hat. Digga, das ist so krass. Das ist so krass. Alle so toxic in der Pro League. Digga. Boah, Merk hier 12 Kills und Bublo 10 Kills, Freunde. Let's go. Oh, wow, lol. Hä, warte, hat er den durch diese Metallwand? Ja, so wurde ich aber gestern auch ein paar Mal im Stream getötet. Übrigens, Freunde, für alle, die es noch nicht wissen, heute im Stream werden wir Platin 1 hoffentlich erreichen. Es fehlen 2 Matches, also 2 Wins nur. Falls ihr Bock habt, kommt vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Boah, nice Shot. Nice Shot. Ich will irgendwie nie SMG 11, hätte ich heute mal Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Schön, Digga. Schönes Ding. Das ist Inside, ne? Nee, achso, okay. Ich glaube, der kriegt das Ace. Hauptsache, er heißt sogar Aces. Er heißt Aces und kriegt das Ace. Nice, Digga. Alles Birthday? Er hat sogar Geburtstag gehabt, lol. So, EU, alles auch nochmal EU. Okay, das gleiche Match, alles gut. Oh mein Gott. Was? What? Oh no, Kendra, the millisecond timing mistake on the Yokai. Mach doch einfach, so schnell geht das nicht. Oder klatscht er das jetzt noch? Digga, das war so dumm von ihm. Hey, der hätte das ja nur eine Sekunde früher machen müssen. Weil so schnell geht das nicht. So schnell kann man nicht den Diffuser wieder aufnehmen und planten. Das geht nicht so schnell. Warden ist sowieso komplett proof dagegen. Weil er halt eine Brille dafür hat, deswegen. Digga, das ist richtig, richtig broken. Damit Warden zu halten. Guck mal, du bist nicht blind, gar nichts. Gar nichts. Okay, der Effekt haut vielleicht ein bisschen rein. Aber mehr auch nicht. Guck mal, wie viel Zeit der rausholt. Das ist krass, man. Wirklich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tatsache. Tatsache, die haben es geschafft. Das hat aber ultra lange gedauert. Die haben alles verschwendet für diesen einen. Nur für dieses Stealth. Jetzt hält aber keiner. Doch. Ich hab gerade gedacht, er tötet sich selber mit der Grenade. Two from LG now as Butters falls as well. No plant denial outside of the Yokais and the C4s, of which there are probably two C4s and Yokai, so you know, just minimal. Was rede ich überhaupt? That was really smart from Rexy. He threw the unprimed grenade. Ich fühle so richtig mit, wisst ihr? Ich bin ultra mit. Das Ganze gerade. In that situation, the Jaeger expected the nade to be an attempt to kill him. So he just wasn't ready for the push from Rexy. That's very. Ich bring das safe gleich runter. Ja, okay, schade. Hätte ich gerne noch gesehen, ob der Angriff geklappt hätte oder nicht.
Space Station Gaming. Lol, die spielen gerade im Gegnerteam zu zweit. Nur zwei Leute gerade. Lol. Dodges the Rush, C4, Digger. And Canadian will pick up Necrox, who is Lol. Trying to stop that. There are not enough anchors to hold onto the site. Canadian krass, will get Digger, this play nice and easy. Dirt in control ja, as well. There's two more for SSG as EG attempts to retake. Odigga will get one onto Bosco, so at least there's that for Evil Geniuses. But in a post play, he will be eliminated, leaving just NVK with the Roni and a Dream. 20 bullets in this magazine, that's not very much. She's trying to follow the tracers here. He knows one's in dirt. And there he goes with the Claymore. SSG. What a rush on a soft Lol. Drop down in stock. Huge mistake from EG to not reinforce. Aber ja, klar, klar, wie gesagt, man kann das nicht wissen, dass der eine hinter der Wand ist, aber er wurde ja sozusagen gewallbanged. Wisst ihr? Und hat ja gesehen, von wo die Schüsse kommen. Hätte ich. Also, ich schieße dann immer so zurück auf gut Glück, wisst ihr? Lol, der hat blind zwei Kills gemacht? Digga, blind. Schön, Digga. Einfach blind, zwei Kills. What the hell? He can deny the plant with the impacts regardless. He challenges Nixon, he'll die to him. Team Reciprocity with control of the site. The plant are going down, and the players downstairs eliminated. Second to plant attempt, as it was denied by Mint. Hot and cold, gonna get Fox A in the hallway. Will this plant attempt be denied? Wichtig, the answer Digga, is wichtig, no, as Nixon wichtig. Is right where he needs to be quad with kill. A quad kill. Quad all on hyper kill. Now. In the post plant, three bodies to find. And with Nix fragging ja, out, it doesn't seem like noch, he's got a chance. But hyper has a good history of killing. And he's going to have doch, a decent chance by himself. With the players on North Propel, it's going to be difficult. He'll find one, but not able to get klar, the kill. Die gehen dieses ganze Risiko barely nicht ein. Gets away from that engagement. Aber sees the head of another. Ich würde gerne echt mal wissen, ob die sagen, hol ihn dir, oder ob die einfach sozusagen das nicht gefährden und einfach normal weitermachen. Also nur in so einer Situation, in einer 3-vs-1-Situation. Das ist ja hier nochmal was ganz anderes, als wie man das im Rank macht. They're trying to hold on. Pengu kriegt jetzt einen One-Tap der Typ, oder was, der Kollege? Ah, er ist über ihn, stimmt. Goga's looking for the taps again. CCSG, even if you don't kill a player, one shot up to 20 meters is 80 Freunde, würdet ihr sagen, Pengu ist immer noch so krass wie früher? To say the least, there's the peak and there's the loss. Würde ich mal gerne wissen. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob ihr persönlich sagt, Pengu ist immer noch genauso heftig wie früher oder heute sogar noch besser. Würde ich einfach mal gerne wissen von euch. Pengu planting. In front of him. There might be something to give out information. Das ist Softball, muss er aufpassen. Kann er gewollbing werden, deswegen. He doesn't have any lifelines left. Oh, that's nice. The kill that he's looking for. There's nowhere the second player is coming from, though. Bibu, the 1v1. Kann er nicht von Pengu, rechts theoretisch abgeschossen werden? Of their respective teams. He peeks around the corner. The Jaeger knows where it's at. There's Pengu. He clutches it. The Sofia is in. And G2 survived. Calling this for Thinking Nade. Here comes the reload. Thinking Nade, lol, das ist ein geiler Name. Seen through the drone hole. And there's the MP7 Bruh. Lost out to NVK! Bruh. An incredible Unlucky. Reaction! And it's actually a trade! Unlucky. So it'll be a also GG so. To SSG. How does Digga, 7-2 like haben die gewonnen. Krass, Mann. You can usually get an idea who's playing what just from the gun sounds and man, Dan is on a mission right now. Yeah. Das ist krass. Ach Gott, er spielt jetzt bei Evil Genius? War er nicht Coach bei TSM? You can move forward, you can drill for yourself. Wie gesagt, ich bin da nicht. Oh my god! Totally anticipated. Just das war ein nice shot, Digga. Das war ein nice shot, Freunde. What's happening? Diffuser's getting. Talk about this later. Der war auf jeden Fall wirklich sehr lecker. What? Lol, der kann einfach planten. Inside of B, Mint is gonna get it off and then immediately drop. All right, and the opening pick as konnte einfach planten, Digga. Maybe a bit too far back if you're Reciprocity. Laxing finds Skies. Go in that duel. They are now 1-for-1. Vertical with 2. Digga, die holen das trotzdem gerade. Uh-oh. Montage so. Excellent retake from Wreck. Fox A is defusing. Defusing. Have to go. Stop Fox A. You gotta gonna stop defuse. Him. Die kriegen ihn nicht. It. Kriegen ihn nicht. No, a big from Reciprocity at the start, but he's made up for by Fox A. Natürlich scheiße, dass sie da geplantet haben. Ich weiß nicht, doch der Kopf sollte leicht rausgucken, glaube ich. I saw him deploy after the signal. Hat sich rasiert, ne? He did the shield thing. Stop. Why? What is wrong with your brain? Probably. What he did with my brain? You know what they're going to be saying about that. You know, Bartosz, yeah, but you're not them. Our social media guy Bartosz is going to see Kicks do that gesture and he's going to be like,
Yeah, and you're not Bartosz. He's only gonna do it now that you said it. Das ist aber eine lustige Kombo, die beiden Mods. Oder Moderatoren, kann man ja sagen. TOS. Caster, Caster, wie auch immer man dazu sagen will. Finde ich, das ist eine gute Kombo. Mit Kixer und, ich weiß nicht, wie der andere ist, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, Parker oder so. Keine Ahnung, wie die zwei zu sagen. Okay, Freunde, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's erstmal mit dem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es so ist, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, haut rein und Peace.